Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Patrick Beckert hat einen guten Start in die Einzelstrecken-WM in Inzell hingelegt. Punkt. Der 28 Jahre alte Erfurter beendete das stark besetzte 5000m-Rennen am Donnerstag in 6:15,76 Minuten als Sechster und erreichte die erhoffte Top-10-Platzierung. Der Sieg ging an den Norweger Sverre Lunde Pedersen, der in Bahnrekord von 6:07,16 Minuten Patrick Rüss 6:11,70 aus den Niederlanden und dessen Landsmann, Serienweltmeister Sven Kramer 6:12,53 auf die Plätze verwies. Eine weitere Chance auf eine Top-Platzierung bietet sich Beckert am Samstag, wenn der lange Kanten über 10.000 Meter auf dem Programm steht.